Wie lange dauert es eigentlich, so ein Video zu produzieren? Und wie genau sieht das denn aus? Das und mehr seht ihr heute in diesem Video. Mich fragen immer wieder Leute, warum ich denn nicht mehr Videos mache, sondern nur circa 2 pro Monat oder so. Erst einmal habe ich noch mehr zu tun als YouTube. Ich komme nächstes Jahr in die Oberstufe, will auf eine andere Schule wechseln und um das zu erreichen, brauche ich gute Noten. Und diese kriegt man leider nur durch Lernen und Lernen kostet viel Zeit. Außerdem habe ich noch ein Privatleben, muss Instrumente üben und ein bisschen Freizeit hätte ich auch gerne am Ende des Tages. Eigentlich habe ich immer nur am Wochenende Zeit für YouTube. Der Hauptgrund dafür, dass so wenige Videos kommen, ist aber eigentlich, dass die Videos so lange zu produzieren brauchen. Vor allem, wenn man so wie ich alles alleine macht. Schauen wir uns mal die letzte Wangers-Episode genauer an. Hier seht ihr Wangers 2 in der Final Cut-Form. Die typische Vorstellung eines Zuschauers ist so. Man nehme ein Handy, labert einfach drauf los und schnipselt dann ein paar Minuten damit rum. Falsch. Schön wäre es, wenn man sowas in ein paar Minuten machen könnte. Das Ganze beginnt bei dem Skripten. Ja, jeder gute YouTuber bereitet sich sehr lange auf ein Video vor. Das Skriptschreiben eines Videos dauert ungefähr eine Stunde, wobei man die meiste Zeit mit solchen Dingen wie Satzstellung und Synonymen verbringt, die leider kaum jemanden auffallen. Davor muss einem natürlich auch noch ein Thema einfallen. Nur jedes dritte Skript kommt zum Einsatz, da der Großteil der Texte zu schlecht sind, um umgesetzt zu werden. Nachdem man mit dem Skripten fertig ist, kommt der Dreh. Das ist bei meinen Videos zum Glück nicht wirklich aufwendig, da meine Kamera sich fast nie vom Fleck bewegt. Aber leider kann man nicht einfach nur sein Handy dahinstellen und loslegen. Zuerst wird das Skript ein paar Mal durchgelesen, damit das Ganze auch wirklich so wie die Meinung von jemandem selbst klingt. Dann wird die Kamera aufs Stativ geschraubt, das Stativ wird genauso aufgestellt, dass es auf der Höhe des Gesichts und ganz gerade ist. Dann richtet man das Mikrofon ein und bereitet alles für die Aufnahme vor. Nach ein paar Klicks geht's dann los. Zuerst merke ich mir immer 1 bis 2 Sätze, die ich dann zusammen aufsage. Das dauert bei einem 3-Minuten-Video ungefähr 20 Minuten. Sobald ich fertig geredet habe, wird alles wieder abgebaut und das Drehen ist erledigt. Jetzt fehlt nur noch der Schnitt, der geht aber zum Glück total schnell, nicht wahr? Das Lustige ist aber, dass der Großteil der Zuschauer noch nicht mal weiß, was genau da passiert, aber viele trotzdem behaupten, dass es eigentlich nicht so lange dauern kann. Also die Bearbeitung wird immer in 3 verschiedene Teile aufgeteilt. Als erstes kommt der Schnitt, dazu zählt das meiste. Aus 20 Minuten werden 3 Minuten, alle Pausen kommen raus, nur ein Versuch einer Zeile rein und dazu kommen noch Soundeffekte und anderes. Dabei muss man beachten, dass der Abstand zwischen 2 Sätzen nicht zu groß oder zu klein oder gar abgeschnitten sein darf. Sobald der Schnitt abgehakt ist, kommt das Mastering. Das ist das Abmischen der verschiedenen Clips, wenn ein Teil ein bisschen lauter ist als die anderen, wird er leise gedreht und umgekehrt. Danach kommt noch die Color Correction. Farbflecken werden entfernt und schwache Farben verstärkt. Bei mir macht das nur einen kleinen Unterschied aus, da das oft nicht notwendig ist, aber hier sieht man ein Extrembeispiel aus einem Kinofilm. Danach kommt noch das Thumbnail, also das Vorschaubild des Videos und Dinge wie Videotitel oder Beschreibung. Ohne die nicht verwendeten Skripte dauert das Erfinden und Skripten ca. 2 Stunden, der Dreh 1 Stunde und die Bearbeitung ca. 3 Stunden. Thumbnail und alles andere beanspruchen ungefähr 20 Minuten. Gesamt kommen wir da auf ca. 6 Stunden für ein Video wie Wangers 2. Aber wenn ihr geglaubt habt, dass Wangers lange dauert, dann wisst ihr nichts von wirklichen Videos. Als Beispiel nehmen wir jetzt mein neuestes Cover. Zuerst wird das Lied produziert, dann kommt das Musikvideo. Zuallererst muss natürlich die Idee entstehen. Dazu schaue ich meistens in die Charts oder frage jemanden nach seinem Vorschlag. Sobald ich mich für ein Lied entschieden habe, lerne ich es auswendig und schaue mir die Akkorde an. Bei dem eigenen Song erfinde ich eine Akkordfolge und einen Text. Sobald diese Basis da ist, kann es losgehen. Zuerst spielt man das Ganze ein, dann kommen neue Instrumente, bei denen muss man sich natürlich auch überlegen, was genau sie spielen. Die typische Vorstellung eines Nicht-Komponisten ist so. 5 Minuten im Klavier verbringen, irgendeinen Text betrunken erfinden, jedes andere Instrument spielt einfach irgendwas, wird schon irgendwie passen. Falsch. In der Musik spielen wichtige psychologische Erkenntnisse eine Rolle. Der erste Refrain muss spätestens nach 1 Minute kommen, deswegen kommt oft einer ohne Beat ganz am Anfang. Die Melodie des Refrains muss eingängig sein, das muss sich jeder Trottel merken können. Damit es nicht langweilig wird, kommt nach dem 2. bis 3. Refrain eine Bridge. Das ganze Lied über wird immer eine bestimmte Tonleiter beibehalten, es sollten immer nur Akkorde genutzt werden, dessen Töne auch mit der Tonleiter eines anderen übereinstimmen. Das ist nicht immer so, aber meistens. Alles ist komplizierter als es aussieht, es wird 2 Stunden hin und her überlegt, was für eine Snare beim Schlagzeug wann und wo kommt.
Ob nur ein normaler D-Dur, D7, D9, D-Sus, D-Major 7, D-Minor 7 oder D11 gespielt wird, macht einen riesen Unterschied. Das Chord-Pattern spielt auch eine große Rolle. Wie soll das Lied klingen? Nachdenklich, spannend oder lustig? Je nachdem wird auch die Begleitung gespielt. Die verschiedenen Instrumente müssen immer zueinander passen. Wenn zu viele Instrumente auf derselben Tonhöhe spielen, klingt nichts mehr. Genau diese Feinheiten werden fast nie wahrgenommen. Sobald man das Arrangement fertig hat, wird die Stimme aufgenommen. Das macht man nicht mit einem internen Laptop-Mikro, sondern mit einem wirklichen Mikro in einem abgedämpften Raum mit Popschutz und alleine. Es darf nichts im Hintergrund hörbar sein. Nachher wird alles gemischt und gemastert. Spuren werden gedoppelt und links und rechts verstärkt, damit es im Falle von Kopfhörern und Boxen gut klingt. Leider benutzen die meisten nicht mal mehr eine Stereoanlage, sondern nur ihr Handy. Das Lied ist dann soweit fertig, aber was ich aufgezählt hatte, war nicht mal annähernd alles, was man dabei beachten muss. Zu dem Lied kommt nun auch ein Video. Das drehe ich meist mit Greenscreen, welcher später mit x-beliebigen Hintergründen ersetzt werden kann. Dieser muss erst einmal aufgebaut werden, danach stelle ich die Kamera mit Stativ auf und positioniere sie auf der Höhe meines Gesichts. Schief darf sie natürlich auch nicht sein. Danach baue ich die Softbox aus, welche für das Licht zuständig ist. Dann kümmere ich mich um die Instrumente. Dazu hole ich mir das Mikrofon, das ihr immer in den Videos seht, und jedes Instrument, das ich für dieses Video benutzen will. Dann geht's los. Zuerst spiele ich das Lied auf dem jeweiligen Instrument durch, dann drücke ich auf Aufnahme und es kann losgehen. Fun Fact? Manchmal ist es schwierig, ein Lied in der Originaltonart zu spielen, aber da ich mich ja aufs Spielen und aufs Video konzentrieren muss, spiele ich es manchmal in einer anderen Tonart, was es ziemlich schwierig macht, ernst zu bleiben. Das Ganze wiederholt sich bei allen Instrumenten und dem Gesang. Nach dem Dreh wird alles wieder abgebaut und es geht weiter zum Schnitt. So sieht ein geschnittenes Video in Final Cut aus. Zuerst ziehe ich alle aufgenommenen Spuren und das Lied hinein, dann wird synchronisiert. Das von mir gespielte muss perfekt zum Instrument aus dem Lied synchronisiert sein. Dann kümmere ich mich um die Color Correction, da das Licht immer durchgehend gleich bleibt. Nach dieser Vorarbeit fängt das eigentliche Schneiden erst an. Als erstes wähle ich für alle Clips eine bestimmte Dauer aus und überlege mir, wie lang dieser erste Clip werden soll. Dann trenne ich es von dem Rest. Anschließend kehre ich alle Spuren, sodass jeder Grünton aus dem Bild entfernt wird. Nun kann ich jeden beliebigen Hintergrund einfügen. Für Lieder war das ein weißer Hintergrund, den ich mit etwas Grau gemischt habe, damit das nicht an allen Stellen gleich aussieht. Ich benutze immer Vorlagen für die Ränder, die ihr seht, wenn mehrere Instrumente vorkommen und sie nicht in einem Bild sind. Diese mache ich selber und runde sie manchmal etwas ab, je nach dem Stil, der in diesem Video behandelt wird. Alle Clips, die ich für diese eine Sequenz nicht brauche, werden gelöscht, die Vorlage wird eingefügt, falls eine vorkommen soll, und die Clips, die darin vorkommen sollen, werden in alle Lücken geschoben, die die Vorlagen freilassen. Das Ganze kommt mit jedem Schnitt, der in diesem Video vorkommt, noch einmal. Nach ewig langem Herumbasteln ist der Schnitt endlich fertig. Es kommt nur noch die Nacharbeit, also ein paar Mal nach Fehlern suchen, Thumbnail, Hochladen, Titel und die Beschreibung. Fassen wir zusammen. Die Idee, das Lernen, das Komponieren und das Transkribieren eines Videos braucht ungefähr 3 Stunden. Das Arrangement ca. 12 Stunden, Mischen und Mastern ungefähr 3 Stunden zusammen. Der Song alleine dauert also schon mal 18 Stunden zu produzieren. Der Dreh dauert ungefähr 4 Stunden und der Schnitt 8. Solche Dinge wie Nacharbeit brauchen wir nicht mal mehr aufzuzählen. Im Endeffekt kommen wir also auf 30 Stunden für ein 3,5-minütiges Video. Ach ja, danke für über 300 Abonnenten.